Guten Morgen. Hey, Frisch an die Arbeit. guten Morgen. Was? Und frisch an die Arbeit. Die Synchronhasen. Oh, Entschuldigung. Jetzt klappt nicht immer. Doch, bei mir klappt's immer. Ich habe gerade gesehen, dass du nochmal Anlauf holen musstest. Nein, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Soll ich dir die Aufnahme zeigen? Und du fährst bei mir gerade. Ja, irgendwo. Hallo, nimm das Teil, danke. Run! What the fuck? Bei mir funktioniert das nie. Was funktioniert bei dir nie? Oh, ich rieche Essen. Riecht nach Pizza. Tiefkühlpizza? Ja. Vielleicht kriegst du wieder ein Stück. Kann gut sein. Ding 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 ding. Ja, das kannst du laut sagen. Er schaut witzig aus von hier. Der kleine schwarze Mann, der herumrennt, dem Schlitten und nicht Oh draufkommt. ja, das wäre noch geil, wenn sie irgendwie so einen Schlitten einbauen würden. Wer hat Wohin? das Bein dahin gehangen? Ich nicht. Deshalb lachst du auch so unschuldig. Es ist doch immer so ein Lachen. Ich find's auch nur witzig. Wer hat das Bein dahin gehangen? Ja. I'm coming for you. Wieder zurückgeschoben. Du hast übrigens Blut am Arsch gelebt, nur mal so. Ich glaube, du hast da der Tage. Ich will noch Blut am Arsch geben. Ja. Na, arme kleine Ninety hat seine Tage. Ich wusste gar nicht, dass man die Hütte von hier unten schon sehen kann. Welche Hütte? Da oben, auf dem Berg. Die ist neu. Oh. Gab's noch nie. Du sagst, ich Dings, du darfst gleich in Zeit das Arschloch rasen. Was? Ja, du darfst gleich in Zeit das Arschloch rasen. Jetzt hast Au. du auch deine Tage. Macht Survival dich das Jonas. glücklich? Das macht mich an. Hör, du findest es geil, wenn man seine Tage hat? Ich sag mal so schön, ein richtiger Seemann sticht doch ins Rote, sticht doch bei Rot ins Meer. Nein, ich finde das nicht geil, wenn man seine Tage hat. Ich sag das nur, um die Leute ein bisschen zu amüsieren. Ich glaube, der Spruch bleibt da bei so einigen hängen. Ha 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 ha. Ja, Sticks. Genau mein Gedanke.
Huch. Hey. Wir haben übrigens gerade einen Harry Potter Marathon beendet. Ach ja. Erfolgreich. Ja. Huch. Harry Potter. Schon mal das nächste sagen. Der verblutete Prinz. Was habe ich gesagt? Herkules und irgendeinen anderen Film, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Was war das noch? Ich weiß nicht schauen. Mehr. Was ich auch schon einmal gesehen habe, war ist Mulan. Ja. So ganz alte Disney-Filme. Oder Königreich von Lama habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Oh ja. Also ich habe da noch nichts vor. Von mir können wir da noch schauen. Wenn du ja. Mal. Die Vögel sind schöner geworden. Ja, runter. Ich nehme den blauen. Es gibt nur blaue. Ich will mal aber echt, es gibt immer dann Essen, wenn ich aufnehmen will. Das ist frustrierend. Aha. Es ist frustrierend. Ich schau mal das Haus da oben an. Da ist ein Lurch durch meinen Sled gelatscht. How dare him. Effigies machen jetzt Geräusche, was ist das? Ah, ein Laptop. Was, die Effigies machen Geräusche? So im Winter so Knochen klappern. Anscheinend. Ah. Es ist eine sehr interessante Interpretation für Knochenklappern. Was machst du? Ja. Aber wenn das eine Person allein machen würde, Respekt. Was ich mich immer noch frage, wie die Zäune da alles zusammenhalten. Ja, freue mich auch immer noch. Ja, die Bäume und alles. Hallo meine Freunde. Bist du wieder ins Dorf gegangen? Ja, aber ich bin auf dem Dach. Und verbrümmen sie gerade gegenseitig. Aber wir haben früher bei uns in der Gegend ein Camp gehabt, wo man gelernt hat, wie man sich ein eigenes Haus baut aus Holz. Das habe ich nicht gehabt. Aber mich wird's leider war es nur bis 13 Jahre. Ganz traurig. Was, wenn ich mal wieder zu lieben Zumi fahre? Vielleicht können wir dann zelten gehen. Oder vielleicht können wir mal zusammen streamen. Mal schauen. Kann ich meinen Laptop? Der Lockset ist gerade abgeflogen. Und ich bin hier im Bedrängnis. Oh. Bedrängt dich Muschiglas wieder. Eingeborene, die irgendwie ins Haus, in das ganze Haus verprügeln. Die verprügeln ihr eigenes Haus. Mhm, weil ich draufstehe. Ah! Verzeihung. Sie sind dumm. Geronimo! Ach, ich hätte den Stein nach dem Vogel werfen sollen. Ich baue schon mal gerade hier an dieser Plattform unsere Anlegestelle. Geronimo! Was baust du dort? Hololo! Weil ich beim anderen, beim Pavillon, ach, ist ja so. Schon alles Slats voll. Ui!
danach gehen wir auf Reisen. Und ja, dann... Thirsty, find clear water to drink. And I'm thirsty, find clear water to... Hungry, find something to eat. Something. Ich bin Jesus. Warum? Ich kann auf dem Wasser laufen. Hä? Ja, ich kann auf dem Wasser laufen. Hat das wirklich so ausgeschaut? Was? Von hier. Ah, du kannst ja mal versuchen, ob dein Tauchglitch noch funktioniert. So dass man unter Wasser laufen konnte. Kann ich probieren, aber jetzt muss ich was essen. I'm hungry. Ich bin Ungarn. Hungry. Ja. Ich esse mal das Bahn. Ich liebe. Aber gehört das Haus da oben zum Village dazu? Zum ja. Dorf? Also es ist wesentlich größer geworden. Und es sind Eingeborene drinnen. Hä? Ach, jetzt frisst. Komm, hom. Jetzt wissen wir, wo die ganzen Eingeborenen herkommen. Beste Location ever. Geronimo! Ich sollte vielleicht im tiefen Wasser machen. Ja, funktioniert noch. Da ist noch der Locksled. Wo? Wo kann ich den nehmen? Scheiße, ich kann den einfach nicht nehmen. Schade. Unser Locksled, den ich aus Versehen versenkt habe. Aber es war ein, oh, ein Fisch, der ein schöner Fisch. Oh, ich ersaufe gleich. Liegen überall random Sleds rum. Nö, nur der eine. Oh, scheiße. Eingebrochen. Okay. Die rennen vor irgendwas weg. Achtung, da rennt einer auf dich zu. Just saying. Hä? Nimm den Lock Sled. Schnell. Und renn! Oh. Ah, Hilfe. Fuck. Schnell. Energy. Verfolgt mich noch einer? Keine Ahnung, ich kämpfe gerade zwei. Aber immerhin kann man es jetzt von beiden Seiten öffnen, das Tor. Konnte man vorher auch. Nein, irgendwann war das nur, dass man es von einer Seite öffnen konnte. Oder zumindest die kleinen dann. What the fuck? Weiß noch, wo wir versucht haben, in unser anderes reinzukommen. Ach so, das da, ja, das sind andere Tore. Nicht der andere Lock-Sled über. Einen habe ich hier. Der andere steht oben. Ist der voll oder leer? Halb voll oder zumindest ein bisschen ist drin. Hallo Kumpel. Na? Soll ich dann eine zweite Ausschritte in den reinhauen? Vor was rennen die weg, bitte? Okay, ich habe keine Stickies.
Nidalochs halt immer wegfliegt. Angst vor dir. Ich bin der Loxlet Master. Obey me. Fick dich, du Hure. Stirb. Du legst dich mit mir an. Sterb, du Drecksau. Okay. Du bist das Loxlet Master und ich bin der, der die ganze Zeit eingebaut und die Fresse poliert. Das geht nicht mehr. Ja. Okay, wo machen wir die Logholder hin? Also brauchen wir mal Sticky Holder. Uch, wo kommst denn du her? Wir haben mehr Logs als Stickies. Sollen wir es darüber machen, wo wir unser Lager geplant haben? Hä? Wir haben ja den einen Steg gemacht. Dass wir da unsere Lagersachen draufstellen. Stell es daneben hin. Okay. Warte, stellen wir es dann hier hin. Okay, ich bin sofort wieder da. So, wo bist du denn? Lass mich doch nicht alleine. Hallo, ich komme da nicht durch. Kannst du dich doch hier nicht alleine lassen? ja, okay. Ich glaube, der Vogel hat es hinter sich. Ich glaube, der Vogel. Ich glaube, der Vogel ist bestimmt ganz gesund. Hui, 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 hui. Liebe Forest einfach. Sicher, dass wir so Vogel in der Luft ver... Hui, 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 hui. Kreise, Kreise, Kreise. Schub it up, schub it up, schub it up, dup, dup, schub it up, dup, dup, dup. Lauf, lauf, lauf. Klaps auf den Po. Schlag dich mit meinem schönen dritten Panzer. Kann ich einen anderen Spieler töten? Das interessiert mich jetzt. Ich sehe, was du tust. Was soll das? Wo warst du denn? Du kannst mich noch nicht einfach so alleine lassen. Doch, kann ich sehr gut. Na, ist böse.
kann das kleine Nighty nicht auf sich aufpassen. Weil es jetzt was anderes sagen, an einem anderen Namen. Ja. Ja, ich hab's nicht so schön hingestellt. Ich gehe mal ein paar Stickies sammeln. Okay. Erstmal sollte ich was essen. Es gibt lecker Pizza. Jetzt vor allem, wenn man sich hier auf der Insel Pizza machen könnte. Oh ja. Wunschdenken. Mit eingeborener Salami. Eingeborene Salami oder eingeborener Salami? Eingeborenen Salami. Ja, das wäre sehr, 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 sehr mysteriös. Ich glaube nicht sehr appetitlich. Oder statt Hühnerbrüste eingeborenen Brüste. So, einfach nur so eine einzelne Titte auf dem Teller. Nippel-Topping. Was zum Teufel? Lea? Komm mal kurz her. Komm mal kurz her. Sofort. Was? Dreamy, Verzeihung. Dreamy, komm mal kurz her, bitte. Ja, aber sofort. What the fuck? Ja. Stell dich mal dahin und drück R. Wie geil! Wieso? Gab es das vorher schon? Nee, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, bei diesen Loks, die wir jetzt haben, ich glaube, Mangel haben wir nicht, damit die alle bauen. Oder nein. Ich glaube, ich raste hinteren ab und mache dann das dicke Hohl dahin. Also, da müssen wir auf jeden Fall erstmal Stickies holen. Aber erstmal muss Tag werden, so sieht man nichts. Nochmal Sticky holen, mal schauen, ob das mit denen nachgeht. Glaub aber nicht. Ich wollte gerade die Tür mit ihr öffnen. Jetzt brauchen wir doppelt so viele Stickies wie vorher. Sag mal, kannst du aufhören, das Haus kaputt zu machen? Doch gar nichts gemacht. Oder irgendwas. Weil das hört man. Gespeichert. Okay, ich hab mal gucken wollen, ob ich auch von hier außen dran kann. Aber nein. Okay, jetzt müssen wir warten. Hechelst du? Wir sind doch ganz allein auf dieser Insel. Geh ein bisschen zurück. Geh ein bisschen zurück. Liebe dich. Was? Was für mich? Na, Wurst habe ich schon lange gewartet. Komm her. Nein. Nein, nein, nein. Ich bin nicht schwul. Müssen wir mal den Stick sehen? Da schauen wir den schönen Stick. Das ist ein sehr wunderschöner Stick. Aber ich will ihn nicht sehen. Schau, wie lang der ist. Oh Gott sei Dank, man kann endlich schlafen. Das hast du bitter nötig. Schau mal, das schaut mal einen Stick an, wie er den hält, Alter.
mir die Hand, schöne Frau. Nein, danke. Wieso hast du nicht geschlafen? Ich habe Blödsinn gemacht. Hab ich gemerkt. Und nein, ich bin nicht schwul, mir ist nur langweilig. Merkt man. It's Burning Man, Hallelujah. Deswegen kommen wir raus, das Geräusch.